Kapitel 4 geht es um Kinematikbegriffe. Und ein Begriff, was wir gerade lernen möchten, ist sogenannte Relativbewegung. Relativbewegung, relative Bewegung. Für Menschen außerhalb der Erde, sie sagen, wir sind nicht in Ruhe, wir sind in der Rotation, zusammen mit der Erdrotationsbewegung. Ja, für jemanden im Meteorit, zum Beispiel als Astronaut dort, sie sagen, wir sind in der Bewegung. Aber wir hier auf der Erde, wir sagen, no way, wir sind in Ruhe. Stimmt's? Wir haben uns gar nicht bewegt. Sachi ist in Ruhe. Ich kann sie sehr gut sehen. Jason auch in Ruhe. Na? Relative Bewegung. Auch wenn sie gerade Auto fahren oder gerade wie der Raumfemto mit dem Kind, das Bahnhof fährt ab. Eigentlich sie fahren ab. Erstens, relative Bewegung. Und wir werden auch lernen, sogenannte Bezugssystem. Bezugssystem, weil ich schon mit der Perspektive gesprochen habe, dann wäre es eigentlich ganz gut, wenn wir sagen, okay, du hast nicht falsch gesagt, ich habe auch richtig gesehen, obwohl wir unterschiedliche Perspektive haben, weil du aus deinem Bezugssystem gesehen habe. Und wenn du das aus deinem Bezugssystem gesehen hast und ich bin aus meinem Bezugssystem. Okay? Wenn das Bezugssystem zum Beispiel die Erde ist, wie damals in der antiken Zeit, vor der Zeit von Kopernikus und Galileo Galilei. Natürlich, wenn wir das Bezugssystem ist, die Erde und alle anderen Himmelskörper, sie bewegen sich um uns herum, um die Erde herum. Aber wenn das Bezugssystem eigentlich außerhalb im All bedeutet Antariksa, Luar Angkasa, im All, im Weltall. Wenn wir aber im Weltall sind, außerhalb der Erde, nein, die Erde bewegt sich um die Sonne herum. Okay, Bezugssystem. Wo dein Bezugssystem gewählt ist, das entscheidet, wie du dann jetzt erklärt. Bezugssystem, ja. Bezugpunkt, ja. Relativbewegung, ja. Aber das Wichtigste von allen, eigentlich, wir wollen in diesem Kapitel über die mechanische Bewegung sprechen. What is that? Was ist eine mechanische Bewegung? Wie definieren Sie eigentlich Bewegen oder Bewegung? Ja, bezüglich dem Stuhl in dem Jessens Haus. Jessen, sind Sie zu Hause oder im Koskosandro? Zu Hause. Jakarta? Ja. Wohin? Wo? Jakarta? Jakarta Utara, Selatan, Timur, Jakarta Barat? Barat? Jakarta Barat. Also bezüglich Jason Stuhl in Jakarta Barat. Jason bewegt sich gar nicht. Mhm. Ja. Aber wenn Jason jetzt aufsteht und er hat sich bewegt nach rechts und es gibt einen Abstand zum Bezugpunkt Stuhl, dann hat er eine mechanische Bewegung gemacht. Okay, na, was bedeutet mechanische Bewegung? Jaffa, können Sie, mögen Sie bitte nochmal weiterlesen? Bewegung und Bezugssystem. Wir werden jetzt über die mechanische Bewegung ein bisschen tiefer lernen. Bewegung yes. Und Bezugssystem. Raum und Zeit. Jeder physikalische Vorgang läuft in Raum und Zeit ab. Die Raum und Zeit Beziehungen findet man in den physikalischen Gesetzen in Form von Längen und Zeitintervallen. Unter Raum soll alles verstanden werden, was man mit einem Längenmaß messen kann. Die Zeit kann mit Uhren gemessen werden. Wir werden über Raum und Zeit sprechen, weil wir wollen wissen über die mechanische Bewegung. Ich habe gerade ein Beispiel gemacht über Jason. Was ist das Bezugssystem von Jason, was ich gewählt habe? Sein Stuhl. Solange Jason noch auf dem Stuhl, dann bleibt er in Ruhe.
er bewegt sich gar nicht, er hat keine mechanische Bewegung gemacht. Sobald er einen Abstand hat zu diesem Bezugspunkt Stuhl, dann hat er eine mechanische Bewegung gemacht, weil das Bezugssystem ist dieser Stuhl. Das heißt, wenn Sie über Raum sprechen, über die mechanische Bewegung sprechen, Sie müssen den Bezug, das Bezugssystem oder den Bezugspunkt nennen. Ja? Okay, über den Raum, das ist selbstverständlich. Wie ist es mit der Zeit? Braucht man ein Bezugssystem für Zeit? Ach, das braucht man nicht, meint Stephen oder Virhan. Das braucht man nicht. Sachi in Jakarta oder Jennifer in Makassar, zufällig, wir sind jetzt in unterschiedlichen Orten zum Beispiel. Jennifer fliegt ja immer hin und her zurück, ne? Jennifer, Sie fliegen ja gestern nach Makassar, oder? Nein. Und dann morgen kommen Sie wieder nach BSD, oder? Hin und her zurück. Na, zum Beispiel jetzt Jennifer in Makassar, Sachi in BSD, Virhan auch in BSD. Für uns alle, die Zeit läuft gleich. Egal, wo unser Bezugssystem ist, ob das Bezugssystem jetzt in Makassar oder das Bezugssystem auf der Sonne oder in Jupiter, Sie meinen die Zeit gleich. Stimmt's? Man braucht kein Bezugssystem für die Zeit, stimmt's? Ja. Für Raum nein, für Bewegung nein, für Jasons in seiner Bewegung nein. Ich muss das Bezugssystem sagen, das Bezugssystem ist sein Stuhl. Aber mit der Zeit braucht man doch eigentlich kein Bezugssystem. Alle Leute ticken mit der gleichen Zeit. Nach einem Jahr, 365 Tage, wir sind ein Jahr älter. Alle ein Jahr älter. 365 Tage von jetzt. Wir sind alle gleich alt, ein Jahr älter als heute. So haben wir gedacht, oder? Das heißt, für Zeit braucht man kein Bezugssystem. Stimmt's? Alle ticken mit der gleichen Tag. Aber leider, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Wir müssen auch bei der Zeit ein Bezugssystem haben. Schon wieder. Ich muss jetzt sagen, ich verstehe das nicht so ganz. Aber jeder von uns tickt mit verschiedenen Tag. Weil wir jetzt auf der Erde sind, dann unser Tag ist fast das gleiche. Das heißt, nach 365 Tagen, wir sind gleich alt. Aber wenn ich jetzt Stephen nach Jupiter schicke, und wir haben Zoom-Konferenz mit Stephen. Ja, wir haben Zoom-Konferenz mit Stephen. Wir haben gedacht, unser Unterricht dauert nur 2,5 Stunden, von 8.30 Uhr bis um 11 Uhr. Aber für Stephen, das ist nicht 2,5 Stunden. Weil die Gravitation dort ist viel stärker als die Gravitation hier. Und Gravitation verändert auch den Tick von der Zeit. Zum Beispiel. Das heißt, seine biologische Zeit ist anders bei uns. Sein ein Jahr ist dauert anders als bei uns. Und noch gar nicht, wenn man über die Bewegungen von Planeten Jupiter und von uns berücksichtigen. Seine Bahngeschwindigkeit in Jupiter ist viel schneller als die Bahngeschwindigkeit von uns um die Sonne herum. Das heißt, jetzt Stephen in Jupiter, er bewegt sich viel schneller als wir. Auch seine Zeit ist anders getickt. Obwohl wir Zoom fast Realzeit mit ihm gemacht haben, aber wir sind nicht mehr gleich alt nach 2,5 Stunden. Ich weiß nicht, welche ist älter. Ich denke, wir sind älter als er. Ja, nach einem Jahr, 365 Tage, wir sind ein Jahr alt, aber Stephen ist vielleicht nur gerade 2 Tage vorbeigegangen. Anyway, ich verstehe nicht so ganz, aber ich will nur sagen, für uns in diesem Studienkolleg nicht wichtig erstmal. Bezugssystem für Raum, ja, für Zeit, leider haben wir kein Bezugssystem im Studienkolleg. Okay, das macht viel einfacher. Was bedeutet mechanische Bewegung? Jaffa, wissen Sie weiter. Mechanische Bewegung, wenn sich? Mechanische Bewegung. Wenn sich die räumliche Position eines Massepunktes, das heißt sein Ort, in einer bestimmten Zeit ändert,
So liegt eine mechanische Bewegung vor. Stop. Die Bewegung. Stop, stop, stop. Wer von Ihnen haben noch nie gehört das Wort vorliegen? So liegt hier eine mechanische Bewegung vor. Wer hat noch nie gehört das Wort, das Verb vorliegen? Das Verb vorliegen bedeutet, so gibt es hier eine mechanische Bewegung. Einfach wie es gibt. So ist hier oder so ist hier eine mechanische Bewegung. Ja, markieren Sie, in Physik, man sagt mehr vorliegen als ist, als gibt es eigentlich. Vorliegen. Hier liegt eine mechanische Bewegung vor. Ob ein Körper eine mechanische Bewegung gerade ausführt oder nicht ausführt, hängt von seiner Position zum Bezugssystem. Wenn seine Position immer gleich ist, dann mit bloßer Wahrscheinlichkeit, er bleibt still, er hat keine mechanische Bewegung. Aber warte mal, Herr To, das stimmt nicht ganz. Stimmt's? Haben Sie recht. Vielleicht bewegt er sich erstmal nach rechts und kehrt wieder zurück. Hat er eine mechanische Bewegung? Natürlich hat er. Obwohl seine Position zum Bezugssystem die gleiche ist. Aber er hat erstmal seine Position ein bisschen geändert im Laufe der Zeit und nach einer Stunde ist er wieder da. Ja, okay, das ist richtig. Ein Beispiel. Damit wir besser erklären können über die mechanische Bewegung, ich brauche zwei Worte. Traveled distance und displacement auf Englisch. Traveled distance, distance traveled, traveling, traveling, traveled distance und displacement. Ja, auf Bahasa weiß ich nicht, auf Deutsch heißt das erstmal die beiden mit Weg. Die beiden heißt leider mit Weg. Ja, oder damit wir jetzt unterscheiden können, Travel Distance bei uns heißt zurückgelegter Weg. Traveled Distance, Jarak yang ditempuh, heißt zurückgelegter Weg, schreiben Sie bitte. Zurückgelegter Weg, das habe ich schon sehr oft geschrieben an der Tafel. Sie dürfen nochmal schreiben. Traveled Distance, Jarak yang ditempuh, heißt zurückgelegter Weg. Displacement heißt Position, wo er immer ist. Ja, sein Ort oder Position, Ort oder Position, Ort oder Position. Alles klar? Zum Beispiel, jetzt, das ist mein Bezugspunkt, 0,0. Hören Sie, das ist sein Bezugssystem, 0,0 beispielsweise. Wenn ich dann nach da bewege, ist es eher rechts oder eher links? Ist es nach rechts oder nach links? Aus Ihrem Auge. Nach rechts, ja. Nach rechts, ja. Nach rechts, okay, gut. Nach rechts, ja. Das ist Bezugspunkt, 0,0. Und jetzt bewegt sich der Körper. 3 Meter. Wo ist er jetzt? 3 Meter vom 0,0. Stimmt's? 3 Meter auf der X-Achse. Und jetzt bewegt er noch mal weiter, 4 Meter. Wie groß ist sein zurückgelegter Weg? 3 Meter plus 4 Meter. Insgesamt, er hat 7 Meter zurückgelegt. Okay. Wo ist er jetzt? Wo ist sein Ort? Oh, sein Ort ist zufälligerweise auch gleich. 7 Meter vom 0,0. Travel Distance, zurückgelegter Weg, 7 Meter. Er hat sich seine Position geändert auf 7 Meter. Displacement. Sein Ort, seine Position ist 7 Meter von 0,0. His displacement is also 7 Meter. Gleich ja, aber jetzt hören Sie. 5 Meter nach da und dann 2 Meter nach da. Nochmal, 5 Meter nach rechts und 2 Meter kehrt zurück nach links. Der zurückgelegte Weg?
7 Meter. Der zurückgelegte Weg ist 7 Meter, 5 plus 2. Ja. Wo ist sein Ort? Displacement? 3 Meter. 3 Meter. 5 Meter minus 2 Meter, 3 Meter. Der zurückgelegte Weg ist S on a 5. Kein Vektor. Ja, keine vektorielle Wege, sondern skalare Weg. Zurückgelegter Weg. 5 plus 2, 7 Meter. Sein Ort oder seine Position heißt S mit Pfeil. Vektorielle Strecke. Vektor. Okay, immer bezüglich 0, 0. 5 minus 2, das heißt, sein Abstand jetzt, seine Position ist 3 Meter. Sein Vektor ist 3 Meter. Alles klar? Erstmal, das ist ein einfaches Beispiel. Jetzt, ich habe ein schwieriges Beispiel. Nein, naja, so schwierig ist es nicht. Aber schauen Sie, trotzdem. Ich habe jetzt den Punkt hier. Ich wähle dann 0,0. Ich bilde ein Koordinatensystem. So, das ist 0,0. Der Körper bewegt sich erstmal nach rechts. Der Körper bewegt sich erstmal nach rechts. Und dann der Körper bewegt sich nach oben. 1, 2, 3, 4. Das heißt, der zurückgelegte Weg ist einfach S. Zurückgelegter Weg. Ohne Pfeil. Zurückgelegter Weg. Zurückgelegter Weg. Warten Sie, es gibt ein Problem in meinem Rechner. Zurück. Hey. Hey. Weg. So. Fehler bei Microsoft OneNote. Share Screen. So. So. Zurückgelegter Weg. S ohne Pfeil ist 3 Meter nach rechts plus 4 Meter, egal mit den Richtungen. Richtungen werden außer Acht. Richtungen werden nicht berücksichtigt. Außer Acht. Das heißt, wird vernachlässigt. Wird vernachlässigt. 3 plus 4 Meter, 5 Meter, 7 Meter. Stimmt's? Okay. Aber wenn ich sage, ja, bestimmen Sie es mit Pfeil. Das heißt, bestimmen Sie die vektorielle Strecke. Vektorielle Strecke oder Ort oder Position. Wo ist sein Ort? Oh, sein Ort ist dieses Herto. Sein Ort muss ich dann als Pfeil jetzt zeichnen. Sein Ort ist dieses hier. Das ist der Vektor S. Der Vektor S in diesem Fall ist gleich 5 Meter bezüglich 0,0. Okay? Bis 5 Meter. Der Betrag von S-Vektor ist 5 Meter bezüglich 0,0. Oder ich kann auch schreiben, S-Vektor ist gleich 3, 4. Mit dem Betrag natürlich auch immer noch 5 Meter. Das heißt, das ist jetzt der Betrag, komponentenweise geschrieben, 3, 4. Alles klar? Haben Sie verstanden? Okay, das ist mechanische Bewegung. Na, jetzt, Dini, können Sie weiterlesen? Mechanische Bewegung ist im Kästchen, im Kästchen. Mechanische Bewegung ist Ortsveränderung eines Körpers. Jede Ortsveränderung eines Masspunktes ist eine Translation. Mm,
das verstehe ich nicht, Herr Bruch. Können Sie ausführlicher erklären? Doch, habe ich schon mal erklärt. Wenn dieser Körper als Massepunkt, egal wie ich jetzt ausübe die Kraft, ob das hier oder ob das da oder ob hier eher, ist es immer eine Verschiebung, nicht wahr? Weil ich habe kein Volumen. Aber sobald ich dann jetzt so den Körper betrachte, kein Massepunkt, sondern ein Körper mit Volumen, dann, wenn ich hier eingreife oder wenn ich hier angreife, das ist anders. Hier vielleicht verursacht eine Verschiebung. Aber wenn ich hier angreife, dann verursacht eine Drehwirkung, umkippen. Das heißt, bei Massepunkt gibt es nur Translation. Aber beim Körper manchmal gibt es auch Rotation. Nicht nur Translation. Verstehen Sie? Ja? Dann ist der Satz jetzt klar. Beim Massepunkt no Drehwirkung. Beim Massepunkt gibt es nur Verschiebung oder Translation. Aber beim starren Körper gibt es manchmal Verschiebung, Translation, gibt es manchmal aber auch Rotation, Kreisbewegung. Gut, Bezugssystem. Weiter. Zur Beschreibung einer mechanischen Bewegung braucht man? Zur Beschreibung einer mechanischen Bewegung braucht man ein Bezugssystem. Ein Bezugssystem ist ein Körper, mit dessen Hilfe man den Ort, die Lage anderer Körper bestimmen kann. Ja, unser Bezugssystem vorhin in dem Beispiel mit 3 Meter, 4 Meter, Bezugssystem ist 0,0 Punkt. Ja, das ist so ein Körper, mit dessen Hilfe man die andere Positionen anderer Körper bestimmen kann. Weiter. Damit man quantitative Aussagen über die Bewegung bekommen, verbindet man das Bezugssystem mit einem Koordinatensystem. Und dann die Zeit sollte man auch anticken lassen. Ja. Dann ist die Bewegung die Änderung der Abstände eines Körpers von den Achsen dieses Koordinatensystems bezüglich der Zeit auch. Nach einer Sekunde, nach zwei Sekunden ist Bagas nicht mehr im Raum, sondern Bagas geht erstmal zu einem anderen Raum. Eine Sekunde später ist er im S-Raum, er holt gerade die Aufgabensammlung und 2-3 Sekunden später kehrt er wieder zurück. Also immer bezüglich Zeit und Raum, stimmt's? Weiter, unterhalb der Abbildung. Putri ist immer noch nicht da, ja? Putri ist immer noch nicht da, okay. Weiter, aus der Relativität der Bewegung folgt, Dini, das? Dass es zu der Bewegung eines Massepunktes ein Bezugssystem gibt. Gegenüber dem sich der Massepunkt in Ruhe. Ja, gegenüber dem sich der Massepunkt in Ruhe befindet. Ruhe und Bewegung sind relativ. Das habe ich schon erklärt, 4. Okay? Und hier zum Beispiel gesagt, normalerweise im Allgemeinen wird die Beschreibung von Bewegungen ein Bezugssystem gewählt, nämlich das Bezugssystem mit Namen unsere schöne Erde. The Beautiful Earth ist unser Bezugssystem. Okay? Haben Sie gelernt? Ja, gut, wir haben jetzt viel gelernt. Wir haben auch ein bisschen 15 Minuten mehr als sonst. Aber ich hoffe, Sie haben etwas mitgenommen. Zusammenfassung, Lydia, was haben wir heute gemacht? Fassen Sie zusammen. Wir haben Punktchen, Punktchen, Punktchen. Mais, was haben wir gelernt? Wiederholung, natürlich vom letzten Unterricht. Und dann? Welche Aufgabe haben wir gemacht? S04. S04, ja. Geht es um? Einen Satz bitte. Es geht um? Es geht um einen Träger ABC, der im Gleichgewicht ist. Stimmt's? Und wir haben die Kraftverhältnisse gerechnet. Okay, weiter. Und welche Aufgabe nochmal? Es geht um
Controller. Controller ist der Device. Es gibt keine Controller. Controller auf Deutsch ist Schreiber. Das ist mein Fehler. Mein Fehler. Ja, ich habe noch nie gesagt. Es gibt keine die Controller, das Controller oder der Controller. Nein, es gibt nicht, sondern ein Flaschenzug. Flaschenzug. Flaschenzug auf Bahasa heißt Katrol. Flaschenzug oder die Flaschenzüge heißt bei uns Katrol. Und Flaschenzug besteht normalerweise aus Seil oder ein paar Seile, aus fester Rolle, Rolle, die da bergerat, aus loser Rolle manchmal, loser Rolle. Und dann normalerweise auch noch, dieser Katrol wird befestigt an der Wand, wird an der Wand befestigt oder an der Decke befestigt, an der Wand oder an der Decke befestigt, normalerweise. Okay, also wenn Sie gefragt sind, was ist die Katrol, antworten Sie bitte nicht. Wenn Sie gefragt ist, was ist der Flaschenzug ist ein Gerät, ein Hub. Vorrichtung, Hub, Vorrichtung, Hub, Vorrichtung, Hub, Vorrichtung. Vorrichtung bedeutet Equipments auf Englisch. Hub bedeutet heben, abheben oder anheben, die langkat ke atas, nach oben transportieren. Was ist ein Flaschenzug? Das ist eine Hubvorrichtung, die aus loser Rolle, fester Rollen, beziehungsweise Seil, lose bzw. feste Rolle, Seile besteht und die normalerweise an einer Decke oder an einer Wand befestigt ist. Und der Sinn oder der Zweck dieser Flaschenzug ist, wir wollen einen Körper nach oben oder nach unten transportieren. Haben Sie gelernt? Und dann haben wir auch S03 gelernt mit einem wichtigsten Satz, dass die Seilspannkräfte an jeder Rolle immer gleich groß, solange aber diese Rolle im Gleichgewicht ist. Und dann, wir haben, last but not least, ein Kapitel 4 gelernt mit dem Dialog mit Terra und Femto. Und Terra und Femto hat uns eine neue Revelations gemacht, ja, eine Offenbarung, Pencerahan. Ja. Terra und Femto hat uns sebuah Pencerahan gegeben, dass eine Bewegung normalerweise relativ ist. Haben Sie gelernt? Okay, dann, wenn Sie etwas gelernt haben, ich möchte mich bedanken bei Ihnen. Vielen Dank für heute. Vielen Dank. Wir sehen uns. Bis nächstes Mal. Ciao. Auf Wiedersehen. Danke, Herto. Tschüss. Ciao. Ciao. Tschüss. Ciao.